mich, ein großer Aktivist für die Menschenwürde und für die Freiheit alternativer Ehrenbürger der Stadt Köln oder Kölns. Und herzlich willkommen, Gerhard Baum. Vielen Dank. Seien Sie herzlich gegrüßt. Was wir eben gehört haben, ist eine Ursache dieses Übels, das wir vor Augen haben. Dieser Mullah-Staat tritt die Menschenrechte mit Füßen. Junge Leute, junge Frauen, Männer werden geköpft, weil sie eine freie Meinungsäußerung für sich in Anspruch nehmen. Das ist ein Regime, von dem wir hoffen, dass es bald zu Ende geht. Dann wird die Welt friedlicher. Ich bin sehr gerne hier hingekommen aus Sympathie mit Arschu und vor allen Dingen aus Sympathie mit dem Signal, das heute von hier aus hinausgeht, dass wir beherzigen müssen, dass wir auch in unseren Gesprächen, unseren Kontakten immer wieder lebendig halten müssen. Ein Signal gegen den Antisemitismus, meine Damen und Herren. Ich habe noch nie in meinem Leben eine solche Woge von Hass, Aggression und Gewalt gegen unsere jüdischen Mitbürger erlebt, wie wir das jetzt erfahren. Das muss ein Ende haben. Wir müssen unsere Sympathie erklären mit allen, die hier bedroht werden. Die jüdischen Mitbürger müssen in unserem Lande sicher leben können. Ein Polizeischutz vor einer Synagoge, vor einer jüdischen Einrichtung, wie er seit langem üblich ist, das ist eine Schande für unser Land. Warum ist das notwendig? Was wird da bekämpft? Es ist richtig, dass in dem Aufruf auch unsere zugewanderten Mitbürger erwähnt werden. Wir haben ja eben eine Rede dazu gehört. Wir müssen ihnen sagen, was die Freundschaft zu Israel, was die Abkehr von der Barbarei der Nazis für uns bedeutet. Wir müssen ihnen sagen, was unser Grundgesetz für uns bedeutet. Die beste, die stärkste Verfassung, die Deutschland je hatte. Mit ihr erst sind wir in der Demokratie angekommen. Und ich kann es auch nicht akzeptieren, wenn mir ab und zu gesagt wird, ja, Rechtsextremismus, da gibt es überall und auch Antisemitismus. Nein, wir leben hier in Deutschland. Da der Antisemitismus, Rassismus darf nie wieder zu einer Art von Normalität werden in diesem Lande des Holocaust. Was wir verloren haben, meine Damen und Herren, das sehen wir ja auf unseren Straßen hier. Die Stolpersteine geben uns Auskunft, was wir verloren haben mit den Menschen, die vertrieben wurden oder ermordet wurden. Und wir haben eine jüdische Tradition, vergessen wir das nicht, hier in dieser Stadt. Im 5. Jahrhundert wurde die älteste Synagoge Deutschlands hier errichtet. Und wir haben lange Phasen friedlich mit unseren jüdischen Mitbürgern zusammengelebt. Sie gehören zu uns. Wir sind hier versammelt, weil am 7. Oktober etwas Schreckliches passiert ist. Israel wurde überfallen und zielbewusst wurden Menschen getötet, Zivilisten, friedliche Menschen, die in einem Kibbutz gefeiert haben, wurden getötet. Frauen, Männer, Kinder, hingemetzelt. Und das ist ein Schock für dieses Land. Und das ist einfach zu berücksichtigen, wenn wir jetzt in die Situation hineinblicken im Nahen Osten. Ich bedauere es sehr, das muss hier offen angesprochen werden, dass der Vorsitzende der Synagogengemeinde in Köln, Abraham Lehrer, in eine Situation gekommen ist, wo er heute nicht teilnehmen kann und nicht teilnehmen will. Er wäre gerne gekommen, aber er hat
er hat den Aufruf nicht akzeptieren können, Teil des Aufrufes nicht akzeptieren können. Und ich möchte sagen, dass dieser Mann unseren Respekt verdient. Er hat sich's verdient gemacht um das Zusammenleben von uns allen hier. Er ist ein Mann, der die Zivilgesellschaft zusammengehalten hat. Und ich bedauere wirklich sehr, dass wir hier gegen den Antisemitismus demonstrieren, ohne eine Vertretung unserer jüdischen Mitbürger. Ich möchte erklären, was ich meine, wenn ich sage, dass ich seine Meinung teile. Der mörderische Überfall wird im Aufruf, und nur den meine ich, wird verurteilt, aber er setzt Angreifer und Opfer auf eine gleiche Stufe, meine Damen und Herren. Es ist nicht zu akzeptieren, wenn in ihm von den beiden Kriegsparteien die Rede ist. Es geht nicht an, die Soldaten und Soldatinnen Israels, die ihr Land verteidigen, mit einer terroristischen Verbrecherbande gleichzusetzen. Die Hamas setzt sich in ihrer Charta das Ziel, den Staat Israel zu vernichten und gleichzeitig die Juden überall in der Welt. Und Israel, meine Damen und Herren, ich war in diesem Jahr dort, ist eine Demokratie, eine funktionierende Demokratie. Hunderttausende haben gegen dieses verhängnisvolle Regime von Herrn Netanyahu demonstriert und für den Rechtsstaat demonstriert und für die Demokratie. Israels Regierung hat politische Fehler gemacht, das wissen wir. Netanyahu hat dem Land extrem geschadet. Er hat den Friedensprozess, der vor 30 Jahren mit Arafat und Rabin hoffnungsvoll begann, bekämpft. Rabin, ich habe ihn getroffen, war einer der eindrucksvollsten politischen Persönlichkeiten in Israel, die man sich vorstellen kann. Er wurde von einem jüdischen Extremisten ermordet und seitdem ging es bergab. Netanyahu hat die Zwei-Staaten-Lösung bekämpft, auf die ich immer noch hoffe. Und das geschah unter anderem mit einer aggressiven Siedlungspolitik in der Westbank. Wir müssen kritisieren, dass dort Siedler friedliche Bauern ermordet haben, dass dort Gewalt ausgeübt wird. Auch das müssen wir sagen, wenn wir ohne Scheu auf alle Aspekte dieser Auseinandersetzung blicken. Es ist ja furchtbar, dass dieser Mann Netanyahu sich jetzt mit extrem rechten Kräften verbündet hat, nur aus einem einzigen Grunde, um die Verfassung zu ändern, damit er nicht wegen Korruption bestraft wird. Aber, meine Damen und Herren, es gibt auch ein anderes Israel. Das sollten wir eben nicht vergessen. Und wir können nur hoffen, dass es sich bald durchsetzt. Den Palästinensern wird die demokratische Selbstbestimmung im eigenen Staat verweigert. Und so kann es nicht weitergehen. Aber es ist, das komme ich nochmal auf den Aufruf zurück, es ist falsch, wenn dort von dem Krieg zweier Nationen die Rede ist. Was ist damit eigentlich gemeint? Die Palästinenser haben ihre Konflikte mit Israel, aber sie führen keinen Krieg. Eine solche Gleichsetzung mit einer Terrororganisation, meine Damen und Herren, haben sie nicht verdient. Und noch etwas. Die Hamas ist der Angreifer. Und der Staat Israel nimmt das in der UNO-Charta verbriefte Recht auf Selbstverteidigung in Anspruch. So wie im Übrigen auch die Ukraine, eine Demokratie, die sich verteidigt und die wir dabei unterstützen müssen, die auch für uns kämpft. Die Selbstverteidigung muss sich aber an humanitären Regeln orientieren. Das ist in diesem Falle sehr schwierig. Die Hamas hat selbstbewusst zivile und militärische Einrichtungen miteinander verbunden. Die Bevölkerung Gazas wird
von der Hamas als Schutzschild missbraucht. Wir sehen die Not und das Leid dieser Menschen in dieser schrecklichen Situation. Die Opfer sind aber einkalkuliert. Es ist das legitime Recht Israels, darauf hinzuwirken, dass es in einer sicheren Situation weiterleben kann. Aber humanitäre Hilfeleistung für die geplagte Bevölkerung und Schonung so weit wie möglich, meine Damen und Herren, das gebietet das humanitäre Völkerrecht. Und es muss offen auch hier gesagt werden, in den vergangenen Wochen hat Israel diese Regeln nicht immer befolgt. Es ist ein Konflikt, der den ganzen Nahen Osten erfasst, vor allem, ich habe das eben schon gesagt, ausgehend von dem verbrecherischen Mullah-System im Iran. Dahinter stehen weltweite Auseinandersetzungen. Meine Damen und Herren, wir spüren ja, dass sich etwas verändert hat in unserer Welt, auch in unserer Welt hier im Lande. Die Weltordnung ist aus den Fugen geraten. Autoritäre Staaten an der Spitze, Putin, Russland und China, bedrängen weltweit unsere freien, offenen Gesellschaften. Die Demokratien werden in eine Defensive gebracht. Die Zeitenwende, meine Damen und Herren, ist viel einschneidender, als wir das zunächst angenommen haben. Wir können, jetzt komme ich nochmal zurück auf den größeren Zusammenhang. Es geht nicht nur um Antisemitismus. Es geht auch um die Gefahren, denen unsere Demokratie heute ausgesetzt ist. Und die massivste Gefahr, ist der Angriff der Rechtsextremisten auf unser freiheitliches System. Es ist doch schlimm, dass diese Partei im Moment in den Umfragen stärker ist als jeweils die SPD oder die Grünen. Was ist in diesem Lande passiert? Ich kann mich auch nicht damit zufrieden geben, dass das ein Ausdruck von Protest ist. Man wählt aus Protest nicht die alten Nazis. Es findet eine Systemverächter wuchern in unsere Gesellschaft hinein und die freiheitliche Gesellschaftsordnung soll zerstört werden und das vereinte Europa gleich dazu. Gefährliche antidemokratische Tendenzen, wir sehen das gerade, meine Damen und Herren, in Europa wachsen. Blicken wir doch auf die Niederlande. 30% hat dieser Kerl, der will das bekommen und er will genau dasselbe wie die AfD. Hoffentlich gehen die Europawahlen nicht so aus, dass die Rechten dort eine starke Stellung bekommen. Das müssen wir im nächsten Jahr verhindern. Und Europa muss endlich stärker werden. Europa ist unsere Zukunft. Wir haben keine andere. Wir müssen in dieser Welt, die so unsicher und so fragil geworden ist, mit einem starken Europa, mit einem Player in der Völkergemeinschaft werden. Europa muss gestärkt werden gegen die Niederlande und auch gegen diesen Kerl in Ungarn, diesen Orban. Und unsere Verfassung, meine Damen und Herren, ich habe sie eben gelobt, sie beruht auf dem Prinzip, das uns alle verbindet, auf dem Prinzip der Menschenwürde. Sie darf nicht zu Papier werden, sie lebt nur, wenn wir sie wirklich leben. Wir müssen für sie kämpfen, wir müssen sie Tag für Tag mit Leben erfüllen, sonst stirbt sie ab. Jährlich gedenken wir in unserer Stadt der Edelweißpiraten, die gegen die Nazi-Barbarei Widerstand geleistet haben. Diese jungen Männer haben das mit ihrem Leben bezahlt. Wir leben Gott sei Dank nicht mehr in einer Diktatur, sondern in einer im Großen und Ganzen geglückten Demokratie.
Aber die Edelweißpiraten sind dennoch Vorbilder für uns. Sie mahnen, dass wir die Freiheit immer wieder erkämpfen müssen. In einer Woche begehen wir das 75-jährige Bestehen eines einzigartigen Dokuments der Völkergemeinschaft. Ich meine die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. In einem seltenen Moment der Besinnung haben sich alle Völker, alle Religionen, alle Kulturen zusammengefunden und haben sich verständigt für eine Friedens- und Freiheitsunion, eine Friedens- und Freiheitsgemeinschaft einer neuen Völkergemeinschaft. Und sie haben noch etwas beschlossen. Sie haben gesagt, Frieden allein reicht nicht. Frieden muss immer verbunden werden mit der Menschenwürde. Frieden ohne Menschenwürde ist nichts wert. Dauerhafter Frieden geht nur in Freiheit. Tja, und jetzt muss ich hier mal. Also wir haben erlebt eine Revolution sozusagen im Völkerrecht. Eine Völkerrechtsordnung, die sich Regeln gegeben hat. Wir wissen alle, dass diese Regeln nicht immer befolgt worden sind. Viele Verstöße haben stattgefunden. Aber es war ein Maßstab und es muss ein Maßstab bleiben. Es gibt viele Unsicherheiten hierzulande und viele Ängste. Vieles kommt über uns, wir wissen gar nicht, wohin die Reise geht. Aber wir müssen uns einstellen, die Zukunft neu zu definieren, in eine Zukunft zu gehen, wo wir für ein menschenwürdiges Leben auch sorgen können. Und unser Planet, um nur ein Beispiel zu nehmen, ist bedroht. Wir treiben Raubbau mit dieser einzigen Erde, dieser Kugel, die wir haben. Die Klimakatastrophe ist das Beispiel dafür, dass wir uns nicht sorgen um das, was uns lebenswert erscheint. Viel Unsicherheit und Ängste also. Der hinterhältigste Dämon einer freien Gesellschaft, meine Damen und Herren, das ist die Angst. Lassen wir uns von Mut leiten, dann sind wir stark für die Bewältigung der Krisen. Wir müssen die Zukunft neu denken. Dieser Mann in Thüringen, Höcke heißt er, verkündet auf den deutschen Marktplätzen, wir wollen unser Deutschland Stück und Stück zurückerobern. Nein, Herr Höcke, dieses Deutschland wollen wir nicht mehr haben. Dieses an Nazi-Ideologien orientierte, freiheitsfeindliche Deutschland, das wollen wir nicht. Wir werden unsere freiheitliche Ordnung, meine Damen und Herren, nicht abbauen, sondern weiter festigen und aufbauen. Und dazu gehört auch der Kampf gegen den Antisemitismus. Jeder kann und muss dazu etwas beitragen. Dazu rufe ich heute hier auch uns alle auf. Wir müssen unsere Freiheit mit Zähnen und Klauen verteidigen. Applaus.